Salut et bienvenue, mes amis. Hier ist Cooles Filmwelt und heute geht es um einen französischen Spielfilm aus dem Jahre 2001, dem die deutsche Film- und Medienbewertung FBW in Wiesbaden das Prädikat besonders wertvoll verlieh. Genauer gesagt um eine Komödie. Und glaubt mir, Leute, wenn es ein Land gibt, das so richtig gute Filme produzieren kann, insbesondere Komödien, so ist dies Frankreich. In diesem Fall spreche ich speziell von Le Placard mit Daniel Auteuil in der Hauptrolle. Hier in Deutschland besser unter dem Titel Ein Mann sieht rosa bekannt. Nebenbei bemerkt bedeutet Le Placard zu Deutsch der Kleiderschrank. Und der Titel macht auch Sinn, wenn man dann den Handlungsstrang des Films kennt. Bevor ich jedoch näher auf diesen eingehe, möchte ich mich zuerst einmal bei der Verleihfirma Gaumont von ganzem Herzen bedanken. Denn ohne diese wäre es mir nicht möglich, euch hier Material zum Film zeigen zu können. Von daher vielen lieben Dank von Cooles Filmwelt an Gaumont für das Bereitstellen des Pressematerials. Mesdames et Messieurs de Gaumont, Cooles Filmwelt souhaite profiter de cette occasion pour vous remercier chaleureusement de votre soutien à cette vidéo. Meilleure salutation à la France. Kommen wir nun zur Handlung von Ein Mann sieht rosa, zu welchem Francis Weber sowohl das Drehbuch schrieb als auch die Regie führte. François Pignon, verkörpert durch Daniel Auteuil, scheint das Glück echt gepachtet zu haben. Verlassen von seiner Frau und seinem fast erwachsenen Sohn, der auch nichts mehr wirklich von ihm wissen will, erfährt er in seiner Firma nun auch noch, dass ihm gekündigt werden soll. Verzweifelt über diese Umstände in seinem Leben, sieht er für sich nur noch den einzigen Ausweg darin, sich vom Balkon seines Appartements zu stürzen, wird in letzter Sekunde jedoch von seinem Nachbarn Belon, gespielt von Michel Aumont, davon abgehalten. Nachdem François Jean-Pierre von seiner Situation erzählt hat, kommt dieser auf die Idee, dass François in seiner Firma ab sofort so tun soll, als sei er homosexuell, da sein Chef unter diesen Gegebenheiten sicherlich Skrupel hätte, ihm zu kündigen. Zwecks dessen schickt Belon daraufhin per Post eine Fotomontage an François' Firma, welche ihn in einer pikanten Situation zeigt. Sein Plan geht auf und auch Pignons Kollegen sind ihm gegenüber plötzlich wie ausgewechselt. So viel nun erst einmal zum Kern der Handlung dieser 84-minütigen Komödie, welche laut FSK ab 6 Jahren freigegeben ist. Mit über 5,3 Millionen Zuschauern avancierte Ein Mann sieht rosa schnell zu einem Kinohit und war Nummer 5 unter den Kinofilmen des Jahres 2001. Weltweit spielte Le Placard über 50 Millionen Dollar ein, davon allein in den USA schon weit über 6 Millionen Dollar. Dort war er unter dem Filmtitel The Closet zu sehen. Bei all diesem Erfolg ist sicher auch nicht verwunderlich, dass Daniel Auteuil eine Auszeichnung als bester Schauspieler einheimste. Und zwar auf dem internationalen Filmfestival Shanghai, denn auch die Kritiken konnten sich sehen lassen. So schrieb Prisma beispielsweise, Zitat, "Dies ist eine wunderbare Komödie um übertriebene Vorurteile und korrektes Verhalten. Hier werden zwar einige Klischees dargestellt, aber nur, um gleich wieder ironisch auf die Schippe genommen zu werden. Brillant agierende Darsteller, witzige Dialoge und eine Menge idiotisch-spaßiger Situationskomik sorgen für allerbeste Unterhaltung. Mit diesem Werk hat Francis Weber nach der Erfolgskomödie Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh wieder einmal einen Hit gelandet." Zitat Ende. Inspiriert zu diesem Film, in welchem neben Daniel Auteuil und Michel Aumont auch Gérard Depardieu und Thierry Lhermitte mitwirken, wurde Francis Weber durch eine doch eher traurige Anekdote. 1989 entstand ein amerikanisches Remake zu einem Film von Francis Weber, Les Fugitifs, welchen er 1986 gedreht hatte und nun, beim 1989er Remake, während der Dreharbeiten als Berater anwesend war. Weber wollte eigentlich einen talentierten lateinamerikanischen Schauspieler engagieren, den er für die Rolle des Bösewichts als sehr geeignet hielt. Allerdings war der Regisseur der Neuverfilmung aus Gründen der in Anführungszeichen Political Correctness strikt dagegen. Was dabei genau im Einzelnen geschehen ist, darauf möchte ich an dieser Stelle hier nun nicht weiter eingehen, doch wen es interessiert, kann dazu einen Link in der unteren Videobeschreibung finden und dort im Detail nachlesen. Der Link führt zwar zu einem französischen Artikel, doch klickt einfach auf die deutsche Übersetzung, wenn es euch interessiert. Und auch wenn das Ganze in diesem Moment sehr bedrückend klingt, so kann man doch wieder einmal mehr konstatieren, dass das Leben die besten Geschichten schreibt. Denn letztlich ist Francis Weber durch dieses Erlebnis Jahre später, 2001, eine unglaublich geniale Komödie gelungen, eben Le Placard, beziehungsweise Ein Mann sieht rosa.
Da kurz nach den Dreharbeiten zu Emancidrose Produzent Alain Poiret im Alter von 82 Jahren verstarb, wurde ihm der Film gewidmet. Die Widmung kann man zu Beginn des Films sehen. Des Weiteren sei anzumerken, dass hier auch die Tochter von Daniel Auteuil, Aurore Auteuil, einen kleinen Kurzauftritt in diesem Film hat. Zu sehen ist sie dort an der Seite ihres Vaters, als Pignon in der Kantine an der Essensausgabe steht. Allerdings wurde sie weder im Vorspann noch im Abspann des Films erwähnt. Doch kommen wir nun zu meinem Eindruck, was Emancidrose angeht, welcher in Frankreich am 17. Januar 2001 und in Deutschland am 29. November 2001 Premiere feierte. Ich liebe Frankreich und seine Filme ja schon bereits seit meiner frühesten Kindheit an, und was Letzteres anbelangt, gefällt mir ganz besonders die Art und Weise, wie französische Filmemacher es immer wieder verstehen, Themen in ihren Filmen umzusetzen. Das macht ihnen so leicht keiner nach, ganz gleich, ob es sich dabei um Dramen, Tragikomödien oder Komödien, wie zum Beispiel hier in Emancidrose handelt. Denn das Thema an sich ist ja doch schon recht ernst. Einem normalen, biederen Buchhalter soll gekündigt werden, doch kaum, dass er sich in Anführungszeichen outet, sehen die Menschen um ihn herum ihn plötzlich vollkommen anders, obwohl er sein inneres Wesen so rein gar nicht verändert hat und immer noch derselbe ist wie noch ein paar Minuten zuvor. Und prompt wird die Kündigung zurückgezogen. Dieser Aspekt ist gesellschaftlich gesehen schon sehr bedenklich. Und es zu schaffen, das Ganze, sprich diese Thematik, gesellschaftskritisch, komödiantisch anzugehen, so wie es hier in dieser Form geschehen ist, ist einfach nur grandios. Le Placard vermag es, eine unglaubliche Situationskomik an den Tag zu legen und doch eine leise Melancholie dabei nicht außer Acht zu lassen, die einen im Nachhinein und auch bereits während des Films nachdenklich stimmt. Von Anfang an bis zum Ende wird hier einfach nur gute Unterhaltung mit tollen Schauspielern, wie beispielsweise auch Michel Larocque als Mademoiselle Bertrand, Jean Rochefort als Pignons Chef und Amélie Deutsch als Ariane geboten. Wobei ich die Liste der Schauspielercasts hier fortführen könnte, da diese Komödie bis in die kleinsten Nebenrollen einfach klasse besetzt wurde. Und auch die deutsche Synchronsprecherauswahl wurde, so finde ich, gut gewählt. So zum Beispiel die Lothar Blumhagen, Jean Rochefort, seine Stimme. Michel Aumont wurde von Gerhard Paul gesprochen und Uschi Hugo sprach Amélie Deutsch. Daniel Auteuil hört man dieses Mal zwar nicht mit der Stimme von Guido Högel, dafür jedoch mit der von Bernd Vollbrecht, was für mich anfangs zwar etwas ungewohnt, jedoch für diese Rolle absolut perfekt war. Super hingegen ist, dass Gérard Depardieu hier abermals von Manfred Lehmann gesprochen wurde und auch Frank Laubrecht in der Rolle des Guillaume zu hören ist, eine Stimme, die ich außerordentlich gerne mag. Um es mit einem Satz auf den Punkt zu bringen: diese französische Komödie macht einfach nur Spaß. Von daher vergibt Cooles Filmwelt für diesen Film 5 Punkte von 5. Wenn ihr nach dieser Besprechung nun Lust bekommen haben solltet, euch den Film, zu welchem Wladimir Kosma im Übrigen die Filmmusik schrieb und komponierte, und welche bereits 1981 in einem Film von Pascal Thomas, C'est qu'on a pas yeux, zum Einsatz kam, anschauen zu wollen, könnt ihr dies auf einigen Plattformen tun. Die Auswahl dessen ist dieses Mal nicht sehr groß, doch Amazon selbst hat ihn derzeit für Prime-Mitglieder zum direkten Streamen im Angebot, wenn auch leider nur in deutscher Sprache und ohne Untertitel anwählen zu können. Solltet ihr allerdings ein Join Plus Abonnement haben, so könnt ihr den Film auch per diesem Streaming-Dienst anschauen. Ob es dort die Möglichkeit gibt, auch die französische Tonspur anzuwählen und oder Untertitel nutzen zu können, ist mir leider nicht bekannt. Wer allerdings über VPN verfügt und den Film gerne in Originalsprache sehen möchte, kann via Frankreich zur französischen Antwort auf Netflix Salto ausweichen, welcher ein Streamingdienst ebenfalls auf Abo-Basis ist. All diese und alle anderen Quellenangaben findet ihr, wie gewohnt, in der unteren Videobeschreibung. Ebenso die des deutschen Trailers, den ich euch aber auch in die obere Infobox meines Videos zum Anklicken verlinkt habe. So, das war es für heute mit dieser Besprechung zu dem 84- bzw. 81-minütigen Spielfilm Emancidrose. Wenn euch mein Tipp und das Video an sich gefallen haben, freue ich mich sehr über ein Like eurerseits. Und wenn ihr auch weiterhin keine Rezensionen von mir verpassen möchtet, abonniert einfach Cooles Filmwelt und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich nun erst einmal, salut à bientôt mes amis. Oh,